Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch zur neuen Wochenenergie für die Woche vom 28. November bis zum 4. Dezember. Und ich wünsche euch auch heute einen zauberhaften ersten Advent, eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ne? Und ich würde einfach vorschlagen, ich mische gleich los. Ihr bedenkt bitte, es sind allgemeine Energien, das heißt, sie müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen, ne? Wir schauen jetzt gleich mal. Mit welcher Energie geht ihr denn in die neue Woche? Da ist schon hier gleich eine gesprungen. Das sind die Liebenden. Die Liebenden aus dem Tarot, was kommt da vor? Und das ist interessant, weil man sieht hier, also die Liebenden in erster Linie stehen natürlich für das Thema Herzensentscheidung. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es sein kann, dass man hier in der neuen Woche sich mit dem Thema Liebe, aber dem absoluten Neubeginn in einer Liebe auseinandersetzt. Das kann jetzt die Liebe zwischen zwei Menschen sein. Ne? Vielleicht hat man ja jemanden kennengelernt und man lernt sich gerade kennen, tatsächlich ganz, ganz frisch, ganz, ganz neu. Oder es geht um Entscheidungen, die man aus dem Herzen heraus getroffen hat und jetzt hier tatsächlich Stück für Stück in kleinen Schritten auch umsetzen möchte. Ne? Das könnten Gewohnheiten sein, Verhaltensweisen. Zum Beispiel Essgewohnheiten oder man möchte mehr auf sich selbst schauen, weil die Liebenden ist für mich auch die Karte schon auch das Thema Selbstfürsorge und Selbstliebe und man trifft hier Herzensentscheidungen. Und man sieht ja hier auch die männliche und weibliche Person sehr schön und man versucht hier, weil die weibliche Person noch so ein bisschen am Boden liegt, da habe ich so gerade das Gefühl, dass man hier vielleicht auch versucht, dieses weibliche Prinzip wirklich wieder so ein bisschen in die Heilung zu bringen. Also ganz viel auch so dieses Thema Wertigkeit, Weiblichkeit, ne? Dieses Empfangende. Ne? Vielleicht geht es ja auch wirklich darum, etwas zu empfangen, ne? Sei es Gefühle oder Eingebung, Intuition etc. Ne? Und mit so einer Energie könntet ihr hier in die neue Woche starten. Ne? Wir schauen mal weiter, was ich hier noch zeigen möchte. Oder Energie wird hier noch wichtig. Und da haben wir hier so die zwei Schwerter. Das ist auch so die Karte der Zweifel. Ne? Da sind noch verschiedene Wege offen. Ne? Auch hier geht es ja um Entscheidung. Auch hier geht es um Entscheidung. Und man weiß vielleicht noch nicht so ganz, welchen Weg man einschlagen soll oder wie man das Ganze anfangen soll, wie man das Ganze umsetzen soll. Ne? Das wäre jetzt hier ganz klar auch eine Möglichkeit. Und interessanterweise an der Unterseite des Decks haben wir hier den Narren. Es geht also wirklich um den absoluten Neubeginn. Es geht um das Thema Leichtigkeit. Ne? Also irgendetwas will jetzt hier Neues geboren werden. Irgendetwas will hier mehr wieder in die Leichtigkeit gehen. Und der Jupiter ist ja nun auch wieder in der Direktläufigkeit. Also ihr müsst da auch wieder mehr Leichtigkeit allgemein ins Leben kommen. Na, wir schauen jetzt mal aus dem normalen Tarot, was ich hier noch zeigen möchte für die Liebenden. So ein wieder die zwei, ne? So ein bisschen, man schwankt wirklich so hin und her, man weiß vielleicht wirklich noch nicht, welche Wege man einschlagen soll, für was man sich hier klar entscheiden soll. Ja, die Karte ist aber auch immer so der Hinweis, wenn man zu lange überlegt, könnten auch gute Chancen verloren gehen, ne? Also hier vielleicht auch so der Hinweis, nicht zu lange zu überlegen, sondern hier auch die Leichtigkeit des Narren einfach mal ins Leben einzuladen und einfach mal zu machen, ne? So, welche Karte wird denn hier für die zwei Schwerter noch als Klärung wichtig? So, da haben wir hier die neuen Kelche und das ist gerade das, was ich sagte, ne? Bei diesen Entscheidungen, egal um was es jetzt bei dem einen oder anderen geht, ist hier wirklich auch der Hinweis gegeben, dass ihr ruhig auch auf das zurückschauen dürft, was ihr bereits erreicht habt. Ne? Also egal, um was es jetzt geht, ihr habt schon etwas in eurem Leben erreicht. Und ihr könnt jetzt hier auch mit einer gewissen, mit einem gewissen Mut auch einfach vorangehen. Ne? Wie gesagt, Jupiter ist ja auch der Planet der Expansion und des Glücks. Und da kann man nun auch ein bisschen versuchen, wieder mehr so in die Vollen zu gehen, sich auch Dinge neu zu wagen. Ne? Einfach wirklich mal mutiger zu sein. Der Mars ist zwar aktuell noch in der Rückläufigkeit, ne? Also da fehlt es vielleicht noch so ein bisschen direkt an der Umsetzung und an der Dynamik. Aber im Großen und Ganzen
hat man hier wirklich die Chance in der neuen Woche, wirklich mal zu schauen, was möchte man eigentlich? Man möchte etwas Neues ins Leben einladen, egal in welchem Bereich, Liebe, Beruf, Verhaltensweisen, Gewohnheiten etc. Und man schwankt noch, wie man diese Umsetzung durchführen kann. Ne? Aber manchmal sind dann vielleicht auch so Verlustängste, wenn ich jetzt etwas Neues starte oder wenn ich etwas Neues versuche, vielleicht geht mir Altes verloren. Ne? Aber hier ist so die Karte des Mutes. Und hier haben wir an der Unterseite die 10 Stäbe. Und die 10 Stäbe ist natürlich auch der Hinweis der Überforderung. Vielleicht geht es auch tatsächlich hier bei dem einen oder anderen um das Thema Selbstfürsorge, wirklich auch für sich gut zu sorgen. Oder man möchte hier ganz speziell Belastungen, die nicht mehr zu einem gehören, auch in die Ablösung bringen. Ne? Sei es im Kollegenkreis, dass man hier wirklich ganz klar die Aufgaben verteilt, dass man hier sich klar abgrenzt, ne? Dass man hier einfach nicht mehr die Last, die eigentlich gar nicht zu einem gehört, auch nicht mehr für die anderen tragen möchte. Und da könnte es sein, dass hier wirklich bei dem einen oder anderen eine starke Transformation, aber halt auch noch diese Zweifel sind. Oder es geht ja darum, dass diese neuen Wege, die man jetzt versuchen möchte, wirklich komplett neu sind, so wie man sie aus der Vergangenheit noch überhaupt nicht kennt. Und das erfordert hier natürlich aber auch, dass man diese alten Gewohnheiten, diese alten Denkmuster auch wirklich in die Ablösung bringt und einfach von sich abwirft, weil man einfach auch überfordert ist. Und man kann natürlich nichts Neues beginnen, wenn man noch an alten Mustern, und in alten Belastungen festhängt, ne? So. Wir schauen hier mal weiter aus dem Tarot, was kommt danach? So, da haben wir hier die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche ist natürlich eine Frau, die sehr in ihrer emotionalen Kraft steht, ne? Die Königin der Kelche aus dem Tarot, was kommt danach? Die hat aber auch gelernt, sich nicht nur auf das Gefühl zu verlassen, sondern auch eine gesunde Abgrenzung, sich in ihren Emotionen auch zu schützen, ne? Also wirklich ein gutes Gleichgewicht in ihrer Empathie, in ihrer gefühlvollen Art und trotzdem auch eine Abgrenzung nach außen, ne, für sich zu erreichen, einfach um in ihrer eigenen Autonomität und Authentizität bleiben zu können, eben um nicht energetisch vielleicht ausgesaugt zu werden oder von anderen benutzt zu werden, ne? Und hier geht es wirklich ganz klar darum, dass ihr hier in diese Königin der Kelche-Energie auch für euch kommt, in dieses gesunde Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen auf der emotionalen Ebene. Genauso gut ist es aber auch möglich, dass ihr natürlich eine Frau mit genau diesen Eigenschaften wichtig für euch wird, ne? Im Sternzeichen könnte das hier Krebs, Fische, Skorpion Energie auch sein, muss aber nicht, ne? Es geht einfach auch um Personen, die diese Energien verkörpern. Wir schauen mal noch, welche Karte hier noch wichtig wird. Und da haben wir hier die 5 Schwerter. Und das ist nämlich genau das, was ich vorhin sagte. Man gibt irgendwie einen Kampf auf, weil es, egal was man hier vielleicht getan hat in der Vergangenheit oder wie man sich verhalten hat, es gab hier einfach keinen Gewinner. Und man hat jetzt hier für sich beschlossen, eine Situation oder Situationen, die einfach nicht mehr gut für einen sind, wirklich in die Ablösung zu bringen. Und diese neue Woche könnte, also entweder ist man schon in dieser Energie oder diese neue Woche unterstützt euch eben genau in diese Energie zu kommen, ne? Dass man hier eine Situation verlässt, ein Schlachtfeld in Anführungsstrichen verlässt, ja, auf dem man eh nichts Neues bauen konnte, was nicht mehr gesund war oder wo es einfach auch keine Gewinner gab, ne? Man verlässt ein altes Ufer. Man versucht hier in eine neue Energie zu gehen. Jetzt schauen wir mal hier an der Unterseite. Ach, wie passend. Guckt mal, die 6 Schwerter. Ich sage gerade noch, man verlässt ein altes Ufer. Also es geht hier wirklich um das Thema Neubeginn, ne? Und ich habe so das Gefühl, dass diese Woche hier wirklich eine sehr transformationsstarke Woche für den einen oder anderen werden kann, aber wirklich eher transformativ in dem Bereich, dass man hier wirklich Dinge absolut loslässt, die einfach nicht mehr gut für einen sind. Jetzt schauen wir mal noch hier aus dem Lenormand, was ich hier noch zeigen möchte. Da haben wir hier den Reiter, die Aktivität, ne? Aktivität vorwärts kommen, ne? Man bewegt sich, man wird aktiv.
Und hier haben wir das Buch. Naja, es geht um neue Wege, wo man jetzt vielleicht noch nicht weiß, wo genau diese Wege hinführen können. Ne? An der Unterseite haben wir den Baum, das ist die Heilung, das Wachstum, die Stabilität. Ne? Also es geht hier wirklich darum, in neue Wege, in neue Gefilde einzutauchen, wo es aber darum geht, für sich stabil zu sein und auch wirklich in eine Heilungsenergie zu kommen. Ne? Also ich lege das mal hier oben hin, da sieht man es besser. So. Vielleicht beschäftigt man sich auch mit einer neuen Aus- und Weiterbildung. Ne? Also wenn Jupiter jetzt wieder direktläufig ist, ist das eine gute Zeit, auch um neues Wissen sich anzueignen. Ne? Vielleicht beschäftigt sich der ein oder andere tatsächlich mit neuen Aus- und Weiterbildungen. Ne? So, welches Krafttier ist denn hier an der Seite? So, da haben wir den Luchs, neues Bewusstsein. Es passt wieder hervorragend. Ne? Veränderung und Neuerung kündigen sich in deinem Leben an. Lausche nach innen und beachte die Zeichen der Zeit. Wieder eine sehr schöne Information. Und an der Unterseite, ihr Süßen, haben wir das Pferd. Es geht um die Freiheit, um die Beweglichkeit. Dein innerer Lehrer kündigt sich an. Bewege dich, öffne dich für die Freiheit auf allen Ebenen. Ne? Also es geht hier wirklich, vielleicht will man sich auch tatsächlich wieder mehr bewegen. Ne? Vielleicht möchte man hier ja, wieder Sport machen. Man beschäftigt sich mit der Gesundheit etc. pp. Ne? So, jetzt schauen wir mal aus dem Deck hier noch. Das Wünsche-Orakel, was hier noch für eine Meldung wichtig wird für die neue Woche, fürs Kollektiv. Da haben wir den Vollmond im Skorpion, atme dich durch deine Anspannung. Und hier abnehmender Halbmond in den Fischen, rede weniger, empfinde mehr. Da haben wir hier die Königin der Kelche-Energie, das, was ich vorhin sagte. Ja, und es geht darum, wirklich in diese neue Freiheit hier zu kommen. Ne? Also dieser Narr, dass man hier einfach anfängt, wirklich das, was ich vorhin sagte, was will man eigentlich, wo soll es für einen hingehen, ne? Diese neue Bewegung, für sich einzustehen, alte Belastungen hier einfach auch loszulassen, ne? In das eigene neue Bewusstsein, ne? Lux und auch hier diese sechs Schwerter, dieses neue Bewusstsein. Und dann hier halt wirklich auch in diese Emotionen auch zu kommen. Und Vollmond im Skorpion ist ja auch die absolut transformative Kraft, ne? Also Skorpion, Pluto-Energie, die absolute Transformation auch, ne? Ja, ihr Süßen, ich wünsche euch allen eine zauberhafte Woche. Bleibt mir schön gesund, ne? Und hoffentlich bis bald. Eure Helene.